Einen wunderschönen guten Morgen aus Andenes auf den Lofoten. Es ist gerade mal so ein bisschen Sonne zu sehen. Deswegen dachte ich mir, 7 Uhr, leg mal langsam los. Davor war es doch wieder recht stürmisch und regnerisch. Ist dieses Jahr nicht so ganz optimal mit dem Wetter hier. Aber macht nichts. Jetzt sind 10 Grad, 7 Uhr morgens, wie gesagt, und ich lege los hier mit meiner Runde. Also wenn ihr mögt, wie immer, bleibt dran. Einmal ein kurzer Blick Richtung Sonne und dann hier dieser Schwenk über den äußersten Zipfel hier von Andenes. Im Hintergrund schön zu sehen die Berge. Jetzt, wo gerade mal ein bisschen klare Sicht ist. Aber als erstes soll es jetzt mal Richtung Leuchtturm gehen. Auf dem Weg hier zum Leuchtturm kommt man an diesem kleinen Hafenbecken auch noch vorbei. Mit diesen kleinen, niedlichen Langschnäbeln da. Ja, die waren sich noch unentschlossen. Oh, jetzt fliegt aber auch alles. Die haben wahrscheinlich gedacht, da kommt der Irre mit der Kamera um die Uhrzeit. Aber ist doch ein toller Rundumblick hier. Hier von dem kleinen Hafenbecken aus hat man noch einmal schönen Blick auf dieses herrliche Haus dort. Und die Spiegelung im Wasser. Jetzt kommt gerade der Wind, dann ist die Spiegelung natürlich nicht mehr ganz so schön. Ja, jetzt bin ich schon an dem Leuchtturm gleich dran hier. Mache nur noch mal von diesen kleineren Entfernungen eine Aufnahme. Aber wenn ich direkt davor stehe, dann wird das ja wieder nichts mehr. Hier dieser Parkplatz, der war gestern so gerappelt voll. Und da stand man echt so, man konnte kaum die Autotüren aufmachen. Deswegen habe ich mich bewusst dagegen entschieden, mich auch hier hinzustellen. Also das ist es mir dann auch nicht wert. Nur um sich einen Kilometer Fußweg zu sparen vielleicht. Ja, und jetzt geht es diesen kleinen Weg hoch, wo man auch mal schön sieht, auf was für Konstruktionen hier diese ganzen Hallen aufgebaut sind und die Häuser. So ein bisschen Venedig. Also ich stehe jetzt gerade hier an so einer Schautafel. Willkommen am Leuchtturm Andenes. Und da steht ungefähr so viel, dass der 1859 gebaut wurde, 40 Meter hoch ist und einer der ältesten und höchsten seiner Art in Norwegen. Und jetzt ein Schwenk über die andere Hälfte der Ortschaft Andenes. Landschaftlich ist das hier alles traumhaft. Ich war jetzt zuerst auf der anderen Hälfte der Insel. Diese befindet sich im Südwesten. Ich nehme an, die andere war im Norden, bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Und muss sagen, landschaftlich ist der Norden schöner. So auch bei der ganzen Fahrerei. Aber von den Orten her finde ich es hier Richtung Südwesten wieder ein bisschen angenehmer. Aber wie gesagt, die Natur ist definitiv Richtung A besser. Direkt vor mir hier ist eine Sonnenuhr zu sehen, leider auch nicht mehr so in dem besten Zustand. Und in diese Richtung, auf dieses atlantische Nordmeer hinaus, sollen ganzjährig Wale zu sehen sein. Ich hatte jetzt in dem Fjord ja das Glück, einmal die Oberfläche vom Wal so ein bisschen unter Wasser zu sehen da. Aber mehr leider noch nicht, trotz stundenlangen Guckens bei den Regenschauern, die ich schon im Bulli hier verbracht habe, habe ich keinen Wal hier gesehen. Eigentlich schade. Aber was vielleicht interessant ist, das Wasser hier in diesem arktischen Nordmeer hat eine Temperatur zwischen 0 und 1 Grad immer nur. Das hatte ich nachgelesen, fand ich schon interessant. Ich habe jetzt mal eine windgeschützte Ecke gesucht. Ich wollte euch noch erzählen, dass ja hier so ein militärischer Flughafen ist in Andenes. Und das Aerospace Center
wo die Raketen getestet werden, was ich nicht wusste. Ich hatte mir erst einen schönen Stellplatz rausgesucht und dachte dann, was steht da für ein komisches Schild? Ich werde es hier einfügen, wenn ich dran denke. Da stand dann drauf, dass hier zwischen Anfang und Mitte August Raketentests zwischen 8 und 15 Uhr tagsüber stattfinden und dass der Sicherheitsbereich wäre, wo man nicht stehen darf. Oben auf dem Berg kann man auch so ein bisschen erkennen, eine dieser Stationen, wo das Ganze überwacht wird. Und unterhalb ist dann auch dieser Aerospace Center, wo ich gleich auch nochmal mit euch hingehen werde. Es ist ein kleines Stück, aber das macht nichts. Ein bisschen Bewegung schadet mir hier nicht. Jetzt stehe ich hier vor diesem kleinen Museum und dann zeige ich euch mal, wie das hier so aufgebaut ist. Ich muss mal hier von der Eingangstür ein bisschen filmen, weil ich sonst nicht ganz viel sehe, glaube ich. Es ist relativ dunkel. Aber so sieht hier das klassische Museum aus. Und das war's auch schon. Und hier in dem Polarmuseum kriegt man frische Waffeln und Kaffee für knapp 6 Euro. Kann man machen. Muss aber nicht. Würde trotzdem mal gerne reingehen, aber die haben jetzt noch zu. Und ich denke mal, vor 10 Uhr wird es hier auch nichts tun. Daher gehe ich erstmal weiter. Was für mich persönlich am meisten ausmacht von diesen kleinen Dörfern hier, sind die Häuser. Direkt nach den Naturaufnahmen. Aber auch das, wie man hier sieht, mit dem Verfall gehört zu diesen norwegischen Dörfern dazu. Es ist auch ganz viel zu verkaufen hier und Leerstand. Wird nie gezeigt, aber es ist auch so. Nicht alles perfekt hier. Was mich oft wundert, hier auf den Fensterbänken an den Wohnhäusern nisten die Möwen. Und die sind ja nicht gerade leise und klopfen sogar die ganze Zeit ans Fenster da. Das würde mich doch als Anwohner ein bisschen nervös machen. Irgendwie schön, aber vielleicht gewöhnt man sich auch dran. Ich befinde mich jetzt hier im Zentrum, nenne ich es mal. Da ist hier vorne am Hafen ein so ein Outlet, nennt es sich. Ganz viel los ist nicht. Und das liegt nicht an der Uhrzeit, das sieht also mittags genauso aus. Aber was schön ist, ist hier ein Denkmal an die 30 Fischer, die hier am 6. Februar in diesem starken Sturm 1821 gestorben sind. Also so auf Denkmäler und Ehrenmäler legen die Norweger sehr viel Wert und meistens auch sehr schön gemacht. Jetzt noch einen kleinen Schwenk über den Marktplatz, bevor ich euch noch die Stadtbäckerei zeige und es dann weitergeht Richtung Space Center. Jetzt hätte ich fast was unterschlagen. Hier gibt es ein Kino, das Andenes Kino. Wahrscheinlich auch in der Saison offen oder zu gewählten oder ausgewählten Zeiten. Für mich persönlich das schönste Fleckchen hier am Ort ist diese kleine Bäckerei, wo man drinne schön sitzen kann. Das habe ich mir gestern schon mal kurz angeschaut, wo es noch so am Regnen war. Der Außenbereich ist im Sommer bestimmt auch toll, beziehungsweise es ist ja noch Sommer, aber wenn es wärmer ist. Ansonsten ein ganz gemütliches kleines Café. Mal schauen, ob das nicht zu sehr spiegelt, wenn ich da mal reinhalte. Na, das geht. Oder auch nicht so gut. Ich hoffe mal, das hat ohne Spiegelung einigermaßen gut geklappt jetzt mit dem Kaffee. Hier auf der anderen Straßenseite ist noch die Gärtnerei oder das Blumengeschäft des Ortes.
Und hier steht anscheinend Tag und Nacht alles draußen. Das spricht ja für die Leute hier. Alles anständige, ehrliche Leute. Ich liebe dieses Licht am Morgen. Und dann noch das Rauschen der Wellen. Und dort ein kleines Segelboot. Ein Traum. Ja, ich hatte gerade noch gesehen, dass man hier hinter dem Fischereihafen hergehen kann. Und das sieht aus, als wenn das so eine Mole wäre, die bis hinten hin ja, so ein Stück ins Meer rausführt. Die gehe ich jetzt eben noch. Ja, das ist sehr schade. Hier darf man nicht weiter, weil das militärischer Sicherheitsbereich ist. Das habe ich mir ein bisschen anders gewünscht. Ich wollte eigentlich noch da vorne zu diesem kleinen Leuchtdingen hin. Mal die Kamera durch den Zaun stecken, so das geht, ne? Ja. Da wollte ich noch hin in die Spitze. Aber wird wohl nichts. Ja, und dort, stark im Zoom, sieht man jetzt diesen militärischen Sicherheitsbereich. Ich schwenke mal. Das ist jetzt auf der anderen Seite. Dort erkennt man auch gut die Flugzeuge. Deswegen darf man da wahrscheinlich nicht rein. Entschuldigt wieder für das Wackeln, aber das ist ganz stark gezoomt. Wenn man mich auf der einen Seite nicht haben will, dann nehme ich halt die andere. Da geht es jetzt hier Richtung des großen Fischereihafens. Und hier werde ich jetzt auch nur einmal schwenken, bevor wieder jemand kommt und sich beschwert. Also dieser Gegensatz Meer und Berge finde ich immer wieder faszinierend schön. So, wie ihr vielleicht dort an der Rakete erkennen könnt, bin ich an dem Andor Air Space Center angekommen. Und so sieht das Ganze erstmal von hier aus. Nicht spektakulär, aber ich gehe mal eben auf die andere Seite, da sieht man bestimmt noch mehr. Das gehört dann hier wohl zum Freizeitbereich, zu dem Aurora Space Center. Mal schauen, ob da offen ist. Ansonsten haben die hier einen schönen Ausblick bei der Arbeit. So sieht das Ganze von innen aus. Ist das nicht schön? Und das Ganze ist gedacht dafür, um die Polarlichter zu beobachten und trotzdem drin im Warmen zu sitzen. Tolles Teil. Bin ich ein bisschen neidisch. Und so wunderschön sieht es aus, wenn man das Ganze vom Strand betrachtet. Und damit meine ich nicht das Gebäude. Einmal hier um die nächste Ecke kommt, sieht man auf den ersten Blick einen riesen Fußball mit diesen einzelnen Kacheln, aber sind halt hier Teleskope und Satelliten und Sender, was man so rundum sieht. Schon interessant gemacht. Ja, und in diesem Bereich ist die Abschussbasis. Interessant, dass man da so nah dran kommt. Das hätte ich nicht gedacht. Steht hier auf Englisch auch nochmal eben erklärt, von wegen explosiver Bereich und so weiter. Ihr seht es ja gerade selber. Ich finde es toll, dass man hier alle Bereiche einfach so betreten kann, weil es ist ja schon mal interessant, so zu sehen. Jetzt hier in dem Gebäude hier rechts neben mir konnte man von vorne sehen, die ganzen großen Bildschirme, was die hier alles überwachen. Ich war bloß zu anständig, die Kamera mal reinzuhalten. Sehr, sehr interessant, das so zu sehen. Ich hoffe, ich komme gleich noch rein. So, jetzt noch einmal hier am Strand mit herrlichem Blick Richtung Andenes.
Und ich würde sagen, in dieses Space Center gehe ich nicht rein, weil man da so eine Führung buchen sollte. Und da bin ich einfach nicht der Typ für. Also, ich hoffe, euch hat das Ganze hier aus Andenes gefallen. War ja das ein oder andere schicke oder schnuckelige und auch tolle Naturbild dabei. Ich denke, für jeden so ein bisschen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.